Hamilton fragt an, ob er sich... Oh, Webber steigt auf! Riesenunfall gegen... Ach, gegen einen Lotus! So ist es. Da war plötzlich ein Frontflügel. An Sato wohl abgefahren. Ja, steht zu vermuten in der Schikane. Da war plötzlich ein Riesenabstand. Crash bzw. ein Auffahren von Michael Schumacher. Das ist die Gefahr im Mittelfeld. Und da sehen wir sie. Bei der Gelegenheit wird getankt beim Rennen. Jetzt muss er zum Beispiel anstehen. Und Schumacher schmeißt das Auto weg. Das gibt's ja nicht. Schumacher ist draußen, Marc! In der dreckigen Schikane, wie schon zwei vor ihm. Eine weitere Runde. Na, was für ein Chaos. Jetzt wieder Achtung außen! Wer bleibt länger auf dem Gas? Mein lieber Mann, Schumacher ist vorbei! Das ist ja. Vorne ist der Sotil entwischt. Achtung, Schumacher steigt auf! Unfall! Der ist dem Perez hinten drauf geknallt. Aber ist okay, nimmt schon das Lenkrad ab. Das Rennen ist beendet. Könnte trotzdem Safety Car geben. Ja, ja bitte. Da liegt ja der halbe Mercedes. Ja, das... Achtung, was ist das denn? Ein Verrückter wieder. Das erinnert uns an Hockenheim. Der steht Mitte Fahrbahn bei 300. Der ist lebensgefährlich, wahnsinnig. Da muss man jetzt sofort was unternehmen. Da kommen die Piloten mit 300 angefahren. Ja, da muss Safety Car raus. Ja, natürlich. Aber den müssen sie ja auch sehen. Jetzt geht der noch mehr auf die Ideallinie. Verstappen erkennt ihn auch noch. Ist das der Wahnsinn? Oja, Coulthard, Trulli, Ralf Schumacher. Achtung, Montoya greift an. Och, das gibt's ja nicht. Unglaublich, Berührung. Montoya, und jetzt kommt der Coulthard! Das ist kaputt. Felipe Massa, denke ich, im Bild gewesen. Und der war bös. Der war bös. Ist das Räikkönen gewesen? Muss eigentlich so sein, weil wir ja Massa im Bild hatten. 1-5, Trulli und Ralf Schumacher fahren 33-6. Unfall! Villeneuve! Auf Ralf Schumacher ist er aufgeknallt. Hoffentlich hat der sich nicht überschlagen. Ralf Schumacher scheint okay zu sein. Ja, er steigt aus. Aber wo ist Villeneuve? Er ist aufgestiegen und das ist das Schlimmste, was passieren wo kann. Wo hier kommt's? Wo ist Villeneuve? Ist im Windschatten, lässt sich ansaugen und... Um Gottes Willen! Um Gottes Willen ist das ein Horrorunfall! Fliegt auf die Mauer, kommt wieder zurück auf die Strecke und jetzt... Und Eddie Irvine, Michael und Schumacher ohne Rad! Sie haben kollidiert, die beiden. Michael Schumacher ohne... Ja, überrascht Schumacher, Ach, Unfall! Ralf Schumacher und Barrichello! Barrichello ist aufgefahren! Barrichello hat Ralf Schumacher von hinten gerammt! Die Jordan-Mannschaft steht, aber Fisi Keller ist geblieben. Oh nein. Fehler. Unfall. Alonso, der ist im Dreck abgeflogen. Frenzen fährt durch die Reifen. Chaos. Chaos. Villeneuve sucht sich den Weg. Abbruch. Abbruch. Zwei schwere Unfälle. Abbruch nach fünfter Safety-Car-Phase in Brasilien. Fisi Keller wäre Sieger oder würde zur Runde vorher abgebrochen. Genau, die Runde vorher zählt, somit hat Fisichella gewonnen, wenn das Rennen... Oh, oh, mein Gott, und schlägt. Oh, der hat brutal eingeschlagen. Mein Gott, das war viel schlimmer als das von Webber. Ja, ja, die Pendelbewegung von Alonso ist das Böse. Der ist hier stumpf auf die Leitplanke drauf. Aus dieser hohen Krankamera werden wir in den Start zeigen. Die Ampel sehen Sie mittig eingeblendet. Und Brasilien 2001, Sao Paulo ist... Nein, Häkkinen! Häkkinen steht! Und es gibt Handzeichen, nervös, hat natürlich Angst, dass man ihn hinten rein... Ja, aber ich denke trotzdem, Barrichello ist so weit weg jetzt. Ich sehe viel Rauch, ich sehe viel Rauch, ich sehe zu viel Rauch bei Coulthard aus! Das gibt's nicht. Totalausfall bei... Mercedes. Ah, komm. Und McLaren verabschieden sich, fahren heraus... Beschleunigen. Wieder Michael Schumacher, auch hier nach dem Boxenstopp. Und sehen Sie mal sein Gesicht!
Sehen Sie mal sein Gesicht. Er kann es nicht verstecken. Ja, war sein Motorschaden. Botti Irvine, den kann er nicht halten. Oh! Böser Unfall. Ganz böser Unfall, das könnte einen Abbruch geben. Ist das Blanchiment? Das Blanchiment, ja, das Blanchiment. Den erster Teil von vor Blanchiment ist das. Er steigt aus. Er steigt aus. Nein, halt, das ist Irvine. Das ist Irvine. Wo ist Botti? Aber richtig. Und Abflug. Schumacher überschlägt sich. Und zwar gleich mehrmals. Und das ist diese Kritik mit dem Kiesbett, die er schon oft angebracht hat, dass die Autos sich aufschaukeln können. Er ist okay. Schrecksekunde in Melbourne im ersten freien Training. Das haben wir jetzt nun wirklich nicht gebraucht.